Hey, servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal Mr. Man's Trends. Klasse, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar wird es in diesem Video ein kleines Favorites für den Monat Januar geben. Ich habe mir überlegt, ich stelle euch ein paar Dinge zusammen, die mir in dem Monat Januar extrem gut gefallen haben, mit denen ich extrem gut klargekommen bin. Und die ich finde so gut sind, dass ich sie in einem Video für euch vorstellen kann. Einfach damit ihr wisst, auch was für Produkte ich super gerne nutze, beziehungsweise was für Filme ich schaue, was ich gerne esse und so weiter. Und fange jetzt einfach mal an. Und zwar absolutes Favorite im Monat Januar, was den Bereich aus dem Badezimmer angeht, ist für mich auf jeden Fall das X Finally Edition 2012. Ich habe mir das vor 4 oder 5 Wochen gekauft im DM Drogeriemarkt. Und weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Es riecht auf jeden Fall hammergeil. Das ist so ein ganz normales Deo-Spray. Also wenn ihr das riecht, Also wenn ihr das riecht, es ist hammerlecker. Ich finde den Geruch extrem geil. Hab mich... Boah, das war ein bisschen viel. Hab mich damit aber... Habe mich damit ordentlich eingedeckt, also ich habe mir 5 von diesen Bullen gekauft und bin hammerzufrieden damit. Das heißt, falls ihr das irgendwo noch ergattert, kauft es euch, testet es und schreibt mal, wie ihr den Duft findet. Ich finde ihn extrem lecker und er hält auch eine ganze Zeit lang und er verhindert Schweißgeruch. Ist extrem praktisch, 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, kann man sagen. Ja, wenn es das gibt, kauft euch das. Ich habe mich wie gesagt auch eingedeckt, ich finde es extrem lecker und cool. Dann Nummer 2 aus dem Bereich Bad ist auf jeden Fall die Styling-Serie, die neue von Balea Men, auch aus dem DM Drogeriemarkt. Diese beiden Produkte müsstet ihr schon kennen, wenn ihr mein letztes Video geschaut habt, und zwar das Robert Pattinson Hairstyling Tutorial. Da habe ich diese beiden Produkte angewendet, und zwar ist das einmal von Balea Men das No Limits Fiber Gum und auch von Balea Men diese Matte Look Defining Paste. Bin ich extrem zufrieden damit. Ich nutze jeden Tag, um meine Haare zu stylen. Bin extrem baff und beeindruckt vom Ergebnis. Das heißt, die Produkte sind neu rausgekommen im DM Drogeriemarkt. Ihr müsstet diese auch noch bekommen, wenn ihr sie ausprobieren möchtet. Absolut empfehlenswert. Dann war es das jetzt schon mal aus der Reihe Beauty bzw. Badezimmer. In Sachen Knabbereien und Snacks und sowas habe ich mir überlegt. Auf jeden Fall sind das bei mir diese Kekse. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja. Und zwar heißen die Singuella oder irgendwie so von der Marke Göteborgs. Ist eine schwedische Marke. Ich bin darauf gekommen, weil mir eine Kollegin von mir auf Arbeit, die jetzt mal lieb gegrüßt ist, hallo, mitgebracht hat aus dem Edeka. Also bei uns heißt das Check-In-Center. Und da gibt es diese Kekse. Und das ist einfach so Mürbeteig, glaube ich, mit Vanillecreme und Himbeerfüllung. Und die sind so hammerlecker! Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich esse auf Arbeit, wenn ich sie da habe, eine komplette Packung. Ich weiß nicht, wie 1000 Milliarden Kilokalorien das ist, aber sie schmecken extrem geil, kosten zwischen 1 und 2 Euro und sind einfach hammerlecker. Die kommen aus Schweden, habe ich vorhin mal drauf geschaut. Weiß nicht, ob es die bei euch in der Nähe gibt. Wenn ja, schaut mal und probiert sie aus. Ich finde sie hammerlecker. Das soll jetzt mein Favorite so zu sein. Snacks und Süßigkeiten gewesen sein. Dann habe ich noch eine Movie-Favorite für den Monat Januar. Und zwar habe ich mir ja diesen 3D-Fernseher da gekauft, wo ich im Oktober hier eingezogen bin. Und habe da halt die Möglichkeit mit so coolen 3D-Brillen, die so aussehen, ganz genau, habe ich die Möglichkeit... Oh mein Gott, sehe ich krank aus. Aber gut. Sieht so ein bisschen aus wie Richie oder wie der heißt. Keine Ahnung. Egal. Mit diesen coolen 3D-Brillen kann ich halt auch mal im Fernseher, der im Übrigen von LG ist, weil einige angefragt haben, Blu-ray 3D gucken, und das ist ein hammergeiles Erlebnis. Und da ist mein Favorite auf jeden Fall für den Monat Januar The Amazing Spider-Man in 3D. Ist aus dem Jahr 2012, also relativ frisch, und fand den Film extrem cool. Ich habe noch keinen einzigen Spider-Man-Film gesehen, Schande über mein Haupt. Das war der erste und ich fand ihn extrem cool mit dem Schauspieler Andrew Garfield und Emma Stone. Ich finde, die beiden haben das extrem cool gemacht und
ja, habe ihn extrem gerne geschaut, habe ihn jetzt schon das dritte Mal angesehen. Wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Von dem her absoluter Movie-Favorite für das Jahr 2013 im Januar. Und oh mein Gott, Freddy kommt jetzt zu Lektüre. Und zwar lese ich eigentlich überhaupt gar nicht, aber dieses Buch war ein Geschenk von meinem ehemaligen Abteilungsleiter. Du bist auch mal lieb gegrüßt, sehr geehrter Herr Abteilungsleiter, wenn du das jemals schauen solltest. Und zwar heißt das Buch SMS von gestern Nacht.de. Das ist aus dem Rororo Verlag und die Autoren, sage ich einfach mal, Anna Koch und Axel Lilienblum, haben da so eine Zusammenstellung gemacht aus verschiedenen SMS-Sprüchen und das auch nach Uhrzeiten sortiert, also chronologisch angeordnet. Und ich habe mich echt teilweise weggeschmissen. Sehr, sehr lustig. Nee, ohne Scheiß. Also wenn ihr euch da ein bisschen reinlest, ich habe mich wirklich teilweise weggeschmissen. Und vor allem, wenn ihr auf dem Weg zur Uni oder in die Schule seid und nicht immer die ganze Zeit euren iPod oder sonst was im Ohr eingestöpselt haben möchtet, ist das eine super Empfehlung. Wird, glaube ich, das erste und das letzte Mal gewesen sein, dass ich ein Buch in irgendeinem Video empfehle. Glaube ich. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Joa. Gibt's noch irgendwas? Ja, genau. Ich hatte in der Post diese Woche allerdings, von Payback und DM auch so ein Coupon. Und zwar gibt es dafür den Rasierer von Gillette Fusion Broglite mit einem Payback-Spar-Coupon 20% Rabatt. Ich glaube, ich werde dieses Angebot wahrnehmen und mir mal so ein Gillette Fusion Broglite zulegen, ihn testen und euch vielleicht in der Review zeigen, wie zufrieden ich mit diesem bin, weil ich ja bis jetzt eigentlich immer nur von Balea Man den Rasierer nutze, der deutlich günstiger ist. Ich werde es testen und werde euch berichten, ob es sich lohnt, diesen Gillette Fusion Broglite zu kaufen oder ob ihr es nicht wirklich braucht. Ja, Leute, das waren meine Favorites für den Monat Januar schon. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht nutzt ihr das ein oder andere Produkt davon auch oder habt schon den Amazing Spider-Man 3D gesehen. Ansonsten möchte ich mal von euch noch wissen, ich habe hier seit Wochen so einen Kruschtel-Süßigkeiten-Teller von meiner Mom noch rumstehen von Weihnachten. Mit Nüssen, Schokolade, Weihnachtskörnern und so weiter. Die ganze Schublade ist auch noch voll. Ich krieg das Zeug einfach nicht mehr gegessen. Geht's euch da genauso? Habt ihr noch Weihnachtszeug daheim stehen, was ihr nicht esst? Mir geht es so und ich kann es irgendwie nicht mehr sehen. Von dem her, wenn jemand Bock hat auf Schokolade, Nüsse und so weiter, schreibt mir eine Nachricht. Ich lasse es euch gerne zukommen. Ja, nee. Ohne Scheiß. Das waren meine Favorites für den Monat Januar 2013. Möchte euch abschließend einfach mal noch bitten, dass ihr mir eure Fragen in die Kommentarbox reinpfeffert. Ich möchte ein neues Ask Freddy Video machen. Das heißt, bombardiert mich zu mit Fragen hier in der Kommentarbox auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Ich werde diese Fragen alle sammeln und ein Ask Freddy Video drehen und diese alle weitestgehend beantworten. Würde mich sehr über ein Feedback über dieses Video freuen. Nutzt ihr vielleicht einige Produkte von meinen Favorites, die ich vorgestellt habe? Könnt mir gerne einen Daumen hoch da lassen, würde mich sehr darüber freuen und mir bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch hier in die Kommentarbox eure Fragen für das Ask Freddy schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.